Sie heißen Erika Lindner, geboren am 27. Februar 1978 in Köln. Sie wohnen jetzt im Bachlauf. Sie sind ledig, Paketzusteller und zurzeit allerdings beurlaubt. Am 13.02.2012 war die Angeklagte als Paketzustellerin in Bachlauf auf Zustellungsfahrt. Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 7 und 14 Uhr öffnete die Angeklagte eines der Pakete, von dem sie wusste, dass sich darin ein Collier befand, und tauschte das Schmuckstück im Wert von 1.500 Euro gegen einen Kochbeutel Reis, bevor sie das wieder verschlossene Paket der Empfängerin zustellte. Ebenso nahm die Angeklagte noch ein weiteres Paket mit einem Laptop im Wert von 700 Euro an sich und versteckte diesen in der Garage ihres Anwesens. Die Angeklagte wird somit in zwei tateinheitlichen Fällen der veruntreuenden Unterschlagung beschuldigt, strafbar gemäß Paragraphen 246.1 und 252 StGB. Frau Lindner, möchten Sie sich zur Anklage äußern? Ja, ich meine nein. Ja, was denn jetzt? Ich habe nichts getan. Vielleicht ein bisschen konkreter, ein bisschen genauer, ein bisschen lauter vor allem. Ich bitte um Nachsicht, Herr Vorsitzender, aber meine Mandantin ist wirklich sehr nervös. Ich war das nicht und mehr möchte ich eigentlich auch nicht sagen. Na gut, das ist ihr gutes Recht. Da kommt nichts, war mir klar. Kommt eben was von mir. Laptop, Schmuck. War alles auf dem Lieferwagen, mit dem Sie unterwegs waren. Nachweislich war alles darauf verladen. Aber der Laptop, der drauf war, ist leider nie bei seinem Ziel angekommen. Dafür haben wir ihn in Ihrer Garage gefunden. Dafür gibt es eine andere Erklärung, Herr Staatsanwalt. Ach ja? Und der Schmuck ist auch nie angekommen. Der ist ja auch nie angekommen, ne? Und ich meine, Ihre Mandantin wusste genau, welches Paket sie öffnen muss. Sie wusste, wo der Schmuck drin ist. Sie wusste vor allem, was sie in konkret diesem Paket erwartet, wenn sie es aufmachen würde. Sie machen sich die Sache viel zu einfach. Meine Mandantin ist eine total unbescholtene Frau. Was heißt denn total unbescholten? Ich meine, sie brauchte Geld, sie brauchte viel Geld. Sie hatte Schulden gehabt. Innerhalb von 3 Monaten hat sie es geschafft, Schulden in Höhe von 17.000 Euro aufzubauen. Da war der Kreditrahmen eben irgendwann mal ausgeschöpft. Da musste man neue Wege finden. Und ich gebe ein Stichwort dazu. Unterschlagung. Ich bitte Sie, Herr Staatsanwalt, offensichtlich übersehen Sie, dass erstens meine Mandantin ihren Job als Paketzustellerin liebt. Zweitens, dass das ihre Existenz ist. Ja? Ja. Sie hofft auch, dass nach dieser Verhandlung der Arbeitgeber wieder das Vertrauen in sie setzt, dass sie weiterarbeiten kann. Da wird sie doch, Entschuldigung, nicht so blöd sein und die Pakete entwenden, wo der Verdacht genau auf sie fällt. Also ich werde mich jetzt hüten, über den Intelligenzquotienten ihrer Mandantin mich auszulassen. Mich interessiert die Beweislage und von der habe ich Ihnen so ein bisschen schon was geschildert, behaupte ich mal. Ein bisschen, aber das ist nicht eindeutig. Es steht weder fest, dass der Schmuck abhanden, geschweige denn gestohlen worden ist. Und was den Laptop anbelangt, da habe ich eine ganz andere Überzeugung. Der wurde meiner Mandantin untergeschoben. Und wenn Sie wissen wollen, wen ich hier konkret im Verdacht habe, Frau Konstanze Briegel. Sie meinen die Frau, deren Schmuck als gestohlen gemeldet wurde. Genau. Warum sollte sie das tun? Das ist lachhaft, Frau Verteidiger. Warum? Erklären Sie es mir halt. Das ist nicht lachhaft. Sie wollte sich an meiner Mandantin rächen. Und wissen Sie, das Schöne ist, sie hat es vorher auch noch angekündigt. Gut, also Ihre Mandantin will ja eh nichts sagen. Nein. Dann können wir die Frau Briegel doch direkt selbst dazu befragen. Ja, Sie nehmen bei Ihrer Verteidigerin bitte schön Platz. Konstanze Briegel, wir treten in die Beweisaufnahme ein. Guten Tag, Frau Briegel. Guten Tag. Nehmen Sie mal mit Ihrem Platz. Ich muss Sie natürlich belehren, dass Sie als Zeugin hier die Wahrheit sagen müssen. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Das ist mir selbstverständlich bekannt. Gut. Sie heißen Konstanze Briegel, 42 Jahre alt. Sie wohnen in Bachlauf. Sie sind verheiratet. Von Beruf sind Sie? Ich bin Arztgattin. Naja, das ist ja eigentlich nun mal kein Beruf, oder? Ja, das sagen Sie. Wissen Sie, wir wohnen auf dem Land und mein Mann ist der einzige Arzt weit und breit. Da haben Sie gar keine Vorstellung davon, wie viele soziale Verpflichtungen ich als seine Frau habe. Unlängst beispielsweise hatten wir eine Tombola. Also jetzt lassen wir nicht. Gut, also das tut jetzt noch wirklich nichts zur Sache. Schreiben Sie Hausfrau. Verwandt, verschwägert mit der Angeklagten sind Sie nicht? Nein. Ja? Aber Sie wissen, was der Angeklagten vorgeworfen wird. Sie soll am 13. Februar im Rahmen einer Zustellungsfahrt ein Laptop und Schmuck unterschlagen haben. Das weiß ich, meinen Schmuck. Aber wissen Sie, ich habe ja schon immer gesagt, dass die Frau Lindner nicht ganz sauber tickt, um das jetzt mal hier ganz gelinde auszudrücken. Ja? Aber dass sie nun meinen Schmuck nimmt, sich unter den Nagel reißt, damit habe selbst ich nicht gerechnet. Also eins am anderen, das heißt, Sie kennen die Angeklagte, Sie kennen sich. Ja, wir kennen uns, selbstverständlich. Wir wohnen ja in ein und demselben Ort. Das ist der Ort im Übrigen, wo mein Mann auch seine Arztpraxis hat. Und früher hat Frau Lindner ja als Pferdepflegerin in meinem Reit- und Fahrverein gearbeitet. Jetzt haben Sie gerade eben gesagt, Sie hätten immer schon gewusst, dass die Angeklagte nicht ganz sauber tickt. Wie haben Sie denn das gemeint? Tja, hören Sie mal, die ist Mitte 30 und wohnt noch bei ihrer Mutter. Da stimmt doch was nicht. Und wenn man in dem Alter noch nie einen Freund hatte, das ist doch auch nicht normal, oder? Aber wissen Sie, an wen die mich erinnert? Da gibt's doch diese Serie, Schwer verliebt, ja? Da war doch diese Barbie-Puppensammlerin, ja? Ah, okay. Die war genauso irre im Kopf. Die musste doch auch erst ins Fernsehen gehen, um überhaupt einen Mann zu finden. Ja, ist gut. Also ich hab's jetzt verstanden. Es geht Ihnen nur darum, dass Sie
Eine geringe Meinung vom Lebensstil, von Lebensumständen der Angeklagten haben, oder? Wobei das sind Vorurteile. Ich weiß nicht, ob es einem Menschen schadet, wenn er bei der Mutter zu Hause wohnt. Aber sie hat doch jemanden geschadet. Mir! Sie hat mir doch meinen Schmuck gestohlen. Wann haben Sie denn den fehlenden Schmuck bemerkt? Also das war am 13. Februar. Wissen Sie, ich habe mir bei einem Versandhandel ein wirklich zauberhaftes, sehr wertvolles Collier bestellt. Und am besagten Tag klingelte Frau Lindner dann an meiner Tür. Sie arbeitete jetzt als Paketbotin und brachte mir mein Päckchen, worauf ich schon sehnsüchtig gewartet habe. Ja, ich habe dann noch auf ihrem Elektrocomputer unterschrieben und weg war es wieder. Ist Ihnen an dem Päckchen irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen? Also zunächst nicht. Von außen war es unversehrt. Das Gewicht war für mich auch in Ordnung. Aber als ich es dann aufgemacht habe, da kam die böse Überraschung. Da war nicht mein Collier drin, sondern ein billiger Kochbeutel Reis. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie geschockt ich war. Ja, das war nicht nur der Schock. Ich meine, an sich war das Ganze ja versichert gegen Verlust, gegen Beschädigung. Das heißt, wenn das Ganze abhandengekommen sein sollte in dem Transporter, auf dem Transportweg, dann müsste ja dieses Transportunternehmen das Ganze auch bezahlen. Problem ist nur, erst muss geklärt werden, wo der Inhalt des Pakets verschwunden ist. Und das muss erst noch geklärt werden. Das heißt, bislang sind Sie hier leer ausgegangen. Aber das ist doch vollkommen klar, dass Frau Lindner die Täterin ist. Ich meine, sie wusste ja, was in dem Päckchen ist. Ja? Und daraufhin hat sie es ganz gezielt aufgemacht. Wie kommen Sie denn darauf, dass die Angeklagte wusste, was sich in dem Päckchen befand? Also vom Absender her oder überhaupt von außen von dem Päckchen lässt sich das eigentlich nicht schließen. Da steht außen nur als Absender dieses Versandhaus drauf. Und soweit ich weiß, handelt die mit allem Möglichen. Also wissen Sie, das ist so, mein Mann und ich, wir hatten ja dieses Jahr unseren 20-jährigen Hochzeitstag. Und da haben wir bei uns im Ort eine kleine Feier gegeben. Mein Mann ist ja Arzt und ja, wir sind schon, darf ich sagen, Personen des öffentlichen Lebens. Da muss man den Leuten schon ein bisschen was bieten. Und was hat das jetzt mit der Angeklagten zu tun? Nee, wissen Sie, ich singe auch im Kirchenchor. Frau Lindner im Übrigen auch, mehr oder weniger. Naja, und den Damen des Kirchenchors habe ich natürlich von der Feier erzählt. Und die wollten dann unbedingt wissen, was ich dann von meinem Mann geschenkt bekommen habe. Also ehrlich gesagt wollte ich das nicht so an die große Glocke hängen, das erzählt man ja nicht so. Aber die haben nachgehakt und waren so furchtbar neugierig, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ja, mein Mann hat mir ein sehr hohes Budget gegeben und dass ich mir im Zuge dieses Budgets das zauberhafte Collier ausgesucht habe. Das ist totaler Unsinn von wegen nicht an die große Glocke hängen. Ehrlich, Herr Richter, sie hat wirklich jedem von dem Schmuckstück erzählt, jedem, ob er es hören wollte oder nicht. Mich würde mal was ganz anderes von der Zeugin interessieren. Es gibt da noch einen anderen Grund, warum Sie meine Mandantin nicht leiden können. Ich spiele da auf einen Zwischenfall an, der sich vor einem halben Jahr am alten Arbeitsplatz meiner Mandantin ereignet hat, auf dem Gestüt. Wissen Sie, was ich meine? Ja, das weiß ich schon. Mhm. Ich halte wirklich nicht sehr viel von Frau Lindner. Aber das ist kein Vorurteil, sondern ich habe selbstverständlich einen triftigen Grund für meine Ablehnung. Denn diese Frau ist schuld daran, dass ich meinen Titel als Regionalmeisterin beim Cross-Country-Reiten der Landfrauen nicht verteidigen konnte. Können Sie vielleicht da ein bisschen genauer erklären? Nach einem Training hat sie vergessen, meinem Pferd Simmy eine Abschwitzdecke überzulegen. Daraufhin litt das arme Tier fürchterlich unter Muskelverspannungen und konnte nicht mehr am Turnier teilnehmen. Entschuldigung, darf ich dazu auch was sagen? Ja, wenn es der Sache dient, klar. Ich weiß wirklich nicht, warum Sie mir das immer noch ankreiden. Sie sind doch selber schuld, dass Simmy so verspannt war. Wie bitte? Ist doch wahr. Sie wollten doch unbedingt gewinnen. Sie waren schon richtig besessen. Sie haben so viel trainiert, dass das arme Tier schon total erschöpft war. Da, wo der Sattel auflag, da hat es sogar schon Hautabschürfungen gehabt. Ich habe dann dafür gesorgt, dass es nicht noch mehr Schmerzen hat und habe die Abschwitzdecke weggelassen. Aber ich habe wirklich dafür gesorgt, dass es warm stand. Ehrlich. Ach, jetzt hören Sie aber auf, Sie unverschämte Person. Wagen Sie es nicht, mir zu sagen, wie ich mit meinem Pferd umzugehen habe. Und außerdem sind Sie nicht umsonst rausgeworfen worden nach der Aktion. Aber Frau Priegel, es wäre vielleicht interessanter, wenn Sie sich hier nicht so aufregen, sondern uns mal erzählen, was Sie damals meiner Mandantin noch in den Kopf geschmissen haben. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Ach, da haben Sie ausnahmsweise keine Ahnung? Dann darf ich im Gedächtnis vielleicht mal auf die Sprünge helfen. Das war zu einer Zeit, da hatte meine Mandantin ihren Job schon verloren. Sie war gekündigt als Tierpflegerin auf dem Gestüt. Und haben Sie immer noch nachgetreten. Und wissen Sie, was Sie gesagt haben? Ich werde persönlich dafür sorgen, dass sie keinen Fuß mehr auf den Boden kriegt. In ihrer Zukunft, ja? Mein Gott, was sagt man nicht alles so, wenn man wütend ist? Ach, das meinen Sie, haben Sie nur so dahergesagt? Ganz im Gegenteil. Sie wollten und Sie wollen es bis heute, dass sich Ihr Schwur verwirklicht. Ja? Das kann doch jeder hier beobachten. Sie haben das immer noch nicht verwunden, dass Sie das Reitturnier verloren haben. So ein Blödsinn. Ja, für mich stellt sich nur eine Frage.
was am Tattag wirklich passiert ist. Entweder Sie haben hier das Päckchen bekommen und da war schon ein Reisbeutel drin, oder es war ein Collier drin und Sie haben dieses Collier einfach ausgetauscht und in den Reisbeutel reingetan, quasi das Päckchen präpariert, damit meine Mandantin hier weit und breit als Diebin im Ort dasteht. Das ist ja... Sie sind ja impertinent. Also ganz ehrlich, muss ich mir das hier anhören? Also Fragen, die der Aufklärung des Sachverhalts dienen, müssen Sie sich natürlich schon anhören. Was Sie nicht müssen, ist sich selber belasten. Eben. 55 StPO, ich belehre Sie, Sie können auf solche Fragen die Auskunft verweigern. Aber das verstehe ich nicht. Ich meine, es ist doch vollkommen klar, dass Frau Lindner die Täterin ist. Ich meine, bei ihr wurde doch auch der Laptop gefunden. Oder soll ich den vielleicht auch irgendwie gestohlen haben? Das halte ich durchaus auch für möglich. Fragen hieß es, ne? Also ich, vielleicht können wir den ganzen ein Ende setzen oder Sie haben wirklich noch Fragen, Frau Verteidigerin. Nein, können wir nicht, Herr Staatsanwalt, dann hören Sie sich vielleicht meine Ausführungen an. Nein, ich habe meine Gründe Fragen. Dafür, warum ich die Zeugin so befrage. Wissen Sie, sie hat am Tattag auch die Gelegenheit gehabt, sich am Lieferwagen meiner Mandantin zu vergreifen. Und dafür gibt es auch Zeugen. Offensichtlich haben Sie vergessen, dass meine Mandantin am Tattag auf ihre Liefertour an einem Wildunfall vorbeigekommen ist. Ja? Ein Mann hatte ein Reh angefahren, dieser Mann wusste sich nicht zu helfen. Meine Mandantin hält mit ihrem Lieferwagen an, steigt aus, um sich zu kümmern. Ja? Und in der Nähe des Lieferwagens zu dieser Zeit wurde eben auch die Zeugin Briegel von Zeugen gesehen. Ja, das Reh, das war leider schon tot. Der Herr Simon, das ist der Pfarrer gewesen, der war fix und fertig. Der Herr Simon, der wohnt bei uns im Nachbarort und das ist ein ganz, ganz netter Mann. Ich habe ihm dann geholfen, das Reh von der Straße zu ziehen und den Förster zu informieren. Ja, auch das ist mir nicht so wichtig, aber wer soll denn dann die Frau Briegel in der Nähe des Zustellwagens gesehen haben? Ja, der Herr Simon und ich, wir waren gerade damit beschäftigt, das Reh von der Straße zu ziehen. Da ist die Frau Briegel in Sportklamotten vorbeigekommen, aber geholfen hat sie uns natürlich überhaupt nicht. Ja und? Das bestreite ich ja auch gar nicht. Und Ihre spitzen Bemerkungen, die können Sie sich auch sparen, ja? Ich habe doch gesehen, dass Herr Simon und Sie alles im Griff haben. Warum hätte ich mich da noch einmischen sollen? Ja, haben Sie denn die Frau Briegel jetzt in der Nähe des Lieferwagens gesehen? Ja, das habe ich gesehen. Am Lieferwagen? Ja, sie hat durch das offene Fenster geschaut und das war schon total auffällig. Ja, Herrgott, ich wollte sehen, ob meine Schmucklieferung vielleicht in dem Wagen ist. Und, war sie? Nein, keine Ahnung. Da war ja alles voll mit Paketen. Haben Sie gesehen, dass die Frau Briegel vielleicht die Tür geöffnet hat vom Lieferwagen oder was rausgenommen hat? Nein, das habe ich leider nicht gesehen. Aber ich war ja auch so beschäftigt mit dem Reh und mit dem Herrn Simon. Und da kann es schon sein, dass sie da irgendwas aus dem Wagen genommen hat, ohne dass wir das gesehen haben. Ist ja alles möglich, ja? Und kann schon sein, will ich überhaupt gar nicht erst hören, ja? Ich meine, die Ausführungen der Zeugen sind doch ganz, ganz plausibel. Die ist da halt vorbeigekommen. Mag ja sein, sie standen da an diesem Ortseingang mit ihrem Wagen. Das war doch reiner Zufall, dass sie da standen. Damit konnte die Zeugin doch gar nicht rechnen. Die ist da mit Sportklamotten unterwegs. Und dann soll sie, sagen Sie, ihre Vermutung ist das, sich an ihrem Wagen bedient haben und an den Laptop sich geschnappt haben und mit dem Laptop unter dem Arm nach Hause geworkt sein, ja? Damit sie ihnen dann das ganze Zeug, diesen Laptop, dieses Paket unterschiebt, oder was? Dann nicken Sie. Habe ich jetzt das Richtige gesagt? Das ist natürlich schon die Frage, die wir uns alle stellen. Sie haben schon bei der Polizei keinerlei Angaben dazu gemacht, wie dieser Laptop zu Ihnen in die Garage gekommen ist. Wollen Sie das jetzt vielleicht mal erklären? Nein, das weiß ich doch auch nicht. Dann beschuldigen Sie die Zeugin nicht. Ich gehe davon aus, Sie haben den Laptop selbst in die Garage gebracht. Deswegen haben wir ihn da vorgefunden. Und Ihre Freundin, selbst die hat Sie ja bei der Polizei entscheidend belastet. Entschuldigung. Also diese Freundin ist ja zugleich Kollegin von Ihnen. Die hören wir als nächste Zeugin an. Oder gibt es noch Fragen? Keine Fragen. Dankeschön. Danke. Dann dürfen Sie Platz nehmen. Sie bleiben unvereidigt. Als nächstes die Zeugin Sandra Seifert, bitte. Tag, Frau Seifert. Nehmen Sie mal bitte Ihren Platz. Ja, danke. Sie wissen, dass Sie als Zeugin natürlich die Wahrheit sagen müssen. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Sie sind Sandra Seifert, 26 Jahre alt. Sie wohnen in Köln. Sie sind ledig, Vorbeladerin bei einem Paketzustellunternehmen. Nicht verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten, aber Sie wissen, was ihr vorgeworfen wird. Ja, ich weiß. Aber ich kann Ihnen direkt sagen, die Erika ist wirklich unschuldig. Wenn Sie sie kennen würden, dann würden Sie niemals denken, dass sie klaut. Erika ist so eine liebe Haut. Und Erika ist meine Kollegin. Und eine wie Erika, die muss man mit der Lupe suchen. Sie arbeitet wirklich gewissenhaft. Jetzt haben Sie allerdings bei der Polizei ausgesagt, dass die Angeklagte, also ihre Kollegin und Freundin, wusste, dass sich in einem dieser Päckchen wertvoller Schmuck befand. Naja, das ist halt so. Ich bin Vorbeladerin. Das bedeutet, bevor die Pakete in den Lieferwagen kommen, habe ich sie halt erstmal da reingestellt. Und dann kommen die Fahrer und liefern sie halt alle aus. Und naja, ich habe halt die Pakete gerade eingeliefert in den Wagen. Und dann kam die Erika und hat dann halt so ein Paketchen in die Hand genommen und eine kleine Bemerkung vielleicht gemacht. Und was war das für eine Bemerkung? Ja, sowas ähnliches wie, da ist ja das 1.500-Euro-Paketchen von der werten Frau Doktor. Ja, ich bin halt schon ein bisschen neugierig geworden und habe dann auch nachgefragt. Und ja, dann hat sie mir die Geschichte erzählt von der Arztgattin, die ihren Hochzeitstag feiert. Und dass sie vielleicht mal ein bisschen Probleme hatte mit ihr wegen so einem Pferd oder so. Was hat sie denn da genau erzählt?
Naja, dass die blöde Frau ja, ziemlich arrogant sei und naja, sie lässt sich halt von jedem ansprechen mit Frau Doktor. Dabei hat sie, glaube ich, auch gar nichts gelernt außer Schuhverkäuferin. Naja, wie auch immer. Sie merkt halt gar nicht, dass niemand sie mag. Das ist ja eine Unverschämtheit, was ich mir heute hier alles anhören muss. Und Sie werden sich hüten, in Zukunft über mich zu lästern hinter meinem Rücken. Lassen Sie es mal, die Zeugin erzählt ja nur das, was da stattgefunden hat. Ist es denn ganz sicher, dass sowohl der Laptop als auch dieses Päckchen mit dem Schmuck wirklich in das Fahrzeug verladen wurde? Ja, ja, das ist auf jeden Fall ganz sicher, weil ich nämlich ganz persönlich die Paketchen auch einscanne, bevor die verladen werden. Und das kann man ja auch alles nachverfolgen im Hauptcomputer. Ist Ihnen denn an dem Schmuckpäckchen irgendwas aufgefallen? Nö. Andersrum gefragt, wäre es Ihnen denn aufgefallen, wenn dieses Päckchen zu dem Zeitpunkt auf der Unterseite schon aufgeschnitten und wieder zugeklebt gewesen wäre? Ja, also ich bitte Sie, ich habe am Tag vielleicht 1000 Pakete in der Hand, also... Nee, absolut nicht. Gut, ein Laptop war ja auch bei der Lieferung. Hat die Angeklagte dazu irgendwas geäußert, eine Bemerkung fallen lassen? Nein, das auch nicht. Aber ganz ehrlich, wenn sie jetzt irgendwie ein Paketchen klauen wollte, dann hätte sie es schon längst tun können. Wieso das denn? Naja, okay, es ist ja so. Also wer ein bisschen was mit Paketen zu tun hat, kann ja wohl ganz leicht erkennen, ja gut, ist da was Wertvolles drin, ist da nichts Wertvolles drin? Und ja gut, wenn jetzt ein Computershop meinetwegen ein Paketchen losschickt und das ist ungefähr so groß wie ein Laptop, dann muss man ja nicht unbedingt Einstein sein, um herauszufinden, dass da ein Laptop drin ist. Und Erika, die hat schon hunderte von solchen Paketen ausgeladen. Die hätte sie ja schon hunderte klauen können. Naja, das klingt jetzt so, sie hat nie irgendetwas Böses getan. Das stimmt zwar, in ihrer ganzen Karriere hat sie sich gut benommen, aber wie lange dauerte denn die Karriere im Zeitpunkt der Tat? Da war sie gerade mal 4 Monate Zustellerin. Also, ich bitte Sie. Also, entschuldigen Sie mal. Also, Erika würde nie und nimmer etwas klauen. Niemals. Also, der Job war ihr so wichtig. Ich meine, heutzutage ist es auch richtig schwierig, auf dem Arbeitsmarkt einen Job zu bekommen. Und das auch noch auf dem Lande. Also, Erika wird das niemals machen. Wie gut kennen Sie denn die Angeklagte eigentlich? Naja, also, wir sind halt Kolleginnen, aber wir sind halt auch schon, wir haben uns angefreundet. Ja. Also noch ein Grund mehr, warum meine Mandantin den Job auf keinen Fall aufs Spiel gesetzt hätte. Ja? Und sie hatte darüber hinaus eben noch sozialen Anschluss gefunden, was ihr vorher äußerst schwer gefallen ist. Naja, also das ist schon ein bisschen untertrieben. Ich würde schon sagen, dass die Erika vorher nicht so viele Freunde hatte und wahrscheinlich auch noch nie in ihrem Leben ausgegangen ist. Also der Job ist auf jeden Fall super wichtig und vorher war sie Tierpflegerin und ich glaube, da kannte sie nur ihre Mutter und Pferde. Und dann erzählen Sie mal ein bisschen von Ihrer Freundschaft. Wie läuft das so ab mit Ihnen als Freundin? Ja, geht's ihr denn aus sich raus? Ja, das auf jeden Fall. Also wir waren ja zum Beispiel schon 2-3 Mal in der Kaffeebar und waren auch schon in der Karaoke-Bar. Das war super. Und ja, wenn Erika ein paar Bierchen getrunken hat, dann singt sie auch ganz schön gerne mal. Letztens war es zum Beispiel My Heart Will Go On. Das war super. Und das mit den Typen, ich glaube, da hatte sie auch einen netten Typen kennengelernt, aber daraus ist halt auch nichts geworden. Aha, warum? Was ist da dazwischen gekommen? Herr Staatsanwalt, was interessiert Sie das eigentlich, das Privatleben meiner Mandantin? Das tut überhaupt nichts zur Sache. Es tut vielleicht was zur Sache. Lassen Sie mich da einfach mal fragen, dann werden Sie schon sehen, warum ich frage. Also da muss ich meinem Staatsanwalt jetzt recht geben. Erzählen Sie mal. Ja, wie gesagt, wir waren halt in der Karaoke-Bar und ich habe vielleicht gerade einen netten Typen kennengelernt und bin vielleicht mit dem auch kurz in ein stilles Eckchen gegangen. Und das tat mir halt schon für die Erika ein bisschen leid, weil ich dachte, ja, jetzt sitze da halt wie bestellt und nicht abgeholt. Hab dann schon mal nach ihr geschaut und ja, dann hatte sie sich auch mit einem netten Kerl unterhalten. Der wäre eigentlich, glaube ich, auch ganz gut für sie gewesen. Ja, Diplom-Ingenieur. Naja gut, aber sie kennen ja Männer, sind ja alle irgendwie wie Toiletten, beschissen oder besetzt. Und ich sag mal so, der Kerl war halt verheiratet und... Naja, daraus ist halt nichts geworden. Ich frage nur auch für Sie, Frau Verteidigerin, weil ich einfach versuche herauszufinden, woher die Angeklagte diese immensen Schulden von 17.000 Euro hat. Also die Erika hat keine Schulden. Nee. Ja, die Angeklagte hat 17.000 Euro Schulden und die hat sie allein in den letzten 3 Monaten, bevor die Anklage erhoben wurde, angehäuft. Erika, stimmt das? Was machst du mit dem Geld? Woher kommen die Schulden? Sind Ihnen denn irgendwelche Veränderungen am Lebensstil der Angeklagten aufgefallen? Nee, so jetzt nicht. Also klar, wir sind mal zusammen einkaufen gegangen und ja, sie hat sich eine Bluse gekauft und einen Lippenstift, aber also das auch nur, weil ich es ihr geraten hatte und ja, ich meine, das war jetzt auch kein Luxuszeug oder so. Ich meine, die Erika, die fährt ein Auto, das rostet ihr unter dem Hintern weg, jetzt mal ganz im Ernst. Und wenn wir feiern gehen, dann hat sie jetzt auch wirklich sehr sparsam gelebt, auf jeden Fall. Noch Fragen, ich keine die Fragen. Sie wahrnehmen oder verseifert betreffen? Dankeschön, dann bleiben Sie unvereidigt, nehmen hinten Platz. Bitte Heidi Lindner. Frau Lindner, nehmen Sie einfach mal Platz. Tag. Sie wissen, dass Sie als Zeugin vor Gericht die Wahrheit sagen müssen. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Ja, natürlich. Sie heißen Heidi Lindner, 55 Jahre alt. Sie wohnen in Bachlauf. Sie sind verwitwet, Frührentnerin. Und Sie sind die Mutter der Angeklagten und können deswegen ganz frei entscheiden, ob Sie überhaupt aussagen wollen, wenn Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht haben.
Ja, also ich möchte auf jeden Fall auch sagen, ich bin ja so froh, dass ich jetzt endlich dran bin. Also, weil ich muss hier wirklich mal einige Dinge klarstellen. Also, meine Tochter hat nichts gestohlen. Das entspricht ja gar nicht ihrem Charakter. Jetzt schauen Sie sich doch an. Sie ist doch so lieb, sie ist doch zu lieb. Und sie hält sich immer an alle Regeln. So war sie schon als kleines Mädchen. Sie würde ja heutzutage noch nicht mal falsch parken. Und ich habe ihr schon tausendmal gesagt, sie soll sich eine eigene Wohnung suchen. Aber nein, die Erika rührt sich nicht vom Fleck. Und weswegen? Nur weil ich ein paar Knieprobleme habe. Ja, bin ich auf Hilfe angewiesen. So ein Unsinn. Und bevor das mit dem Knie, bevor die Beschwerden anfingen, da ist sie ja auch Frau nicht Lindner. Gegangen, weil mein Mann ist doch verstorben. Hallo, und Frau Lindner. Sie, hören Sie mich überhaupt? Ja. Ich wollte Ihnen eigentlich Fragen stellen. Ja. Es ging in erster Linie darum, dass Laptop bei Ihnen in der Garage gefunden wurde. Und zwar Sie selber haben den Laptop dort gefunden, ja? Das ist jetzt mal unser Thema, bitteschön. Das ist gut, dass Sie mich das fragen. Weil dann kann ich mich jetzt auch mal beschweren wegen dem Dreck. Weil das war so. Ja, bei mir in der Küche, in der Spüle war der Abfluss verstopft. Und ich bin in die Garage gegangen, um den Rohrreiniger zu holen. Und da habe ich dieses Dings da, diesen Computer zum Zuklappen entdeckt. Den Laptop. Ja, sag ich doch. Ja, dann bin ich wieder in die Küche und habe mich an der Spüle zu schaffen gemacht. Und dann klingelt es an der Tür. Und wer steht davor? Zwei wirklich unfreundliche Polizisten mit einem Durchsuchungsbefehl. Die stapfen mir ins Haus und putzen sich die Schuhe nicht ab. Und Herr Richter, ich sage Ihnen, an dem Tag hat es wirklich nur geregnet. Und jedenfalls haben die mir alles verdreckt mit ihren matschigen Schuhen. Und jetzt kommt das Schönste. Dann frage ich die, was sie wollen. Das sagen die, sie wollen diesen Klappcomputer. Ja, Herrgott, hätten die das nicht ein bisschen eher sagen können, weil dann hätte ich doch das Ding da an der Tür geben können. Aber die sind dann ins Haus, haben alles durchwühlt und gefunden haben sie nichts. Ja, die haben aber auch noch was anderes gesucht, nämlich verschwundenen Schmuck. Hm? Von dem fehlt bis heute allerdings jegliche Spur. Wissen Sie da was, wo der ist? Nein, von dem Schmuck weiß ich gar nichts. Also ich weiß nur, dass die Frau Briegel ihn im Katalog bestellt hat, weil das hat ja jeder mitbekommen. Aber dafür hat sie ja auch gesorgt. Jetzt haben Sie den Laptop gefunden. Haben Sie da Ihre Tochter darauf angesprochen, wo dieser Laptop herkam? Ja, sicher. Aber erst als die Polizei ihn mitgenommen hat. Und dann hat sie gesagt, sie weiß auch nicht, wie der in die Garage kommt. Und ich habe der Erika geglaubt, weil sie lügt ja nicht. Na gut, Problem auf diesem Klappcomputer waren Fingerabdrücke von Ihrer Tochter. Wie erklären Sie sich das? Haben Sie da eine Erklärung für? Ja gut, vielleicht hat sie ihn vorher gesehen und angefasst. Oder Erika?